als Schülerin finde es blöd, dass Sachen heimlich hinter meinem Rücken ausgehandelt werden, obwohl sie mich betreffen. Wir leben schließlich in einem demokratischen Land und ich selbst möchte mitbestimmen, wenn ich erwachsen bin. Wo es um die Gesundheit, um die Pflege oder soziale Arbeit geht, haben Profitinteressen nichts zu suchen. TTIP und CETA wollen aber die öffentliche Daseinsvorsorge zur Ware machen. Wir Ärzte sind der Meinung, dass diese Abkommen gestoppt werden müssen. TTIP und CETA bedrohen die kulturelle Vielfalt. Ich als Buchhändlerin bin auf die Buchpreisbindung angewiesen. Und auch Theater und Museen benötigen die öffentliche Förderung. Internationale Abkommen, die nur die Gewinne der Investoren und Großunternehmen schützen sollen. Noch mehr Wettbewerb, noch mehr Privatisierung und noch mehr Druck für die Beschäftigten. Dazu sage ich nein. Wir brauchen faire Löhne, faire Arbeit und höhere Sozialstandards. Wir Imker brauchen eine Landwirtschaft ohne Pestizide und Gentechnik. TTIP und CETA bedeuten eine Gefahr für den Umwelt- und Verbraucherschutz. Durch Sonderrechte von Großkonzernen drohen uns gentechnisch verändertes Saatgut, die Einfuhr neuer Pflanzenschutzmittel und Fracking. TTIP und CETA schaffen Paralleljustizen. Großkonzerne bekommen noch mehr Macht, Lobbyisten mehr Einfluss und unsere gewählten Parlamenten werden zum Teil entmachtet. Es ist klar, diese Abkommen bedrohen unsere Demokratie. Deshalb fahre ich nach Berlin und sage Stopp, TTIP. Dafür gehe ich am 10.10. auf die Straße. Deswegen fahren wir am 10.10. zur Großdemo nach Berlin. Es gibt viele wichtige Gründe, am 10. Oktober auf die Straße zu gehen. Von überall her werden Busse und Sonderzüge aus ganz Deutschland nach Berlin fahren. Gemeinsam mit vielen Zehntausenden Menschen werden wir ein unübersehbares Zeichen setzen. Für die Demokratie und einen gerechten Welthandel. Auf nach Berlin am 10. Oktober. TTIP und CETA stoppen!